Pünktlich zum Schulstart hatten die Würzburger Kickers besonders für ihre kleinen Fans eine Überraschung parat. Im Flyer Alarm Sports Flagship Store in der Würzburger Innenstadt gab es nicht nur Stundenpläne oder Schokolade vom Kickers Fuchs gratis, sondern auch Rabatt für zahlreiche Fanartikel, vom Schal übers Stiftemäppchen bis hin zum Trikot. Vor allem junge Fans kamen da natürlich vorbei. Wie war der erste Schultag? Gut, nicht so viel auf, wie ich gedacht habe. Ich habe ein Foto und Schokolade. Neben zahlreichen Fanutensilien erfüllte Kickers-Spieler Simon Skalatidis auch Autogramm- und Selfie-Wünsche und hielt mit dem einen oder anderen Fan ein kleines Pläuschchen. Nein, ist lustig, auch mal wieder einen Schüler vor sich zu haben, weil man steht ja nicht so in Kontakt jetzt mit in dem Alter, wie soll ich sagen, mit Kindern, Jungs oder Mädchen in dem Alter, und deswegen ist immer was Besonderes, wenn du hörst, wie die reden oder über ihre Hausaufgaben reden. Die hatte ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Skalatidis selbst erinnert sich noch gut an seinen ersten Schultag. Ich bin ein bisschen gewachsen. Damals war die Schultüte auf jeden Fall größer wie ich, aber ja, also ich denke, der erste Schultag ist für jeden was Besonderes und ein Tag, der auch immer in Erinnerung bleibt. Du warst damals, glaube ich, großer VfB-Fan. War da auch schon was in der Schultüte vom VfB? Ah, mit Sicherheit. Überwiegend Süßigkeiten, aber ja, zur Jugendzeit oder damals habe ich auch dort gespielt. Und ja, da war halt die Verbundenheit immer vorhanden. Die ersten Hausaufgaben des neuen Schuljahres haben die kleinen Kickers-Fans und Skalatidis also schon erledigt. Am Samstag in Aalen zählt es dann aber nicht mehr am Schreibtisch, sondern auf dem Platz.